Moin moin und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Der Grund, warum ihr hier den Pausebildschirm seht, ist ganz einfach. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich im letzten Video mich sehr darüber ausgekotzt habe, wie buggy dieses Spiel ist. Und ihr eigentlich gar nicht mitbekommt, warum ich so ausraste. Denn wenn ihr seht, dass ich jetzt 11 Videos, vielleicht 12 Videos zu diesem Spiel hochgeladen habe, dann bedeutet das, ich habe ungefähr 20 bis 25 Aufnahmen gemacht. Denn nur jede zweite bis dritte Aufnahme schafft es tatsächlich auf YouTube. Bei den anderen passiert es, dass das Spiel crasht, Personen anfangen zu fliegen, der Ton weg ist, lauter solche Späße, was dann für mich bedeutet, alles Aufgenommene löschen, teilweise nach 25 Minuten, wenn das passiert, wieder zurückspringen und nochmal von vorne anfangen. Das ist für mich unglaublich zeitraubend und frustrierend, was auch der Grund ist, warum ich im letzten Video so ein bisschen über die Stränge geschlagen habe. Müh, könnte man sagen. Da ich auch feststellen muss, dass generell meine Let's Plays ja nicht so dolle ankommen und gerade auch Kingdom Come Deliverance jetzt nicht der Burner schlechthin ist, überlege ich ehrlich gesagt, ob ich dieses Projekt einstampfe und an den Platz etwas anderes schiebe. Wenn ihr dazu eine Anregung habt, lasst mir doch mal einen Kommentar da. Ansonsten starten wir in die eventuell letzte Folge Kingdom Come. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich dem zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Genug geredet. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Mhm. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum... Das war gar nichts. Versteht ihr, was ich meine? Ich erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Mehr als genug. Gut, dann lass uns anfangen. Ich darf normalerweise jeden Scheiß entscheiden, wie ich meine Entscheidung treffe. Nur hier wird mir das abgenommen, wo es um den kompletten Inhalt meiner Geldbörse geht. Ich kann mich auch nicht bewegen. Das letzte Mal durfte ich dauerlaufen, jetzt darf ich gar nicht mehr laufen. Guess that's it then. Verdammt. This was not so gut, wie der Franzose sagt. Ja, das habe ich nicht erwartet. War vermutlich nicht dein Tag, Herr. Ich sagte ja, meine Hand ist steif, seit ich beim letzten Jagdausflug vom Pferd fiel. Was gibt's da zu grinsen? Ich denke, du schuldest mir eine Revanche. Wie wäre es mit einem Duell auf dem Übungsplatz? Ah. Wenn du willst. Get owned. Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen.
Eine steife Hand hast du höchstens vom vielen Wichsen, du Kasper. Na, mal gucken, wie dieser Schwertkampf ausgeht. Immerhin hat er im Bogenschießen kassiert. Was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte. Oh, großartig. Nicht lange da. Aua. Na, das kann ja eine witzige Nummer werden. Oh Gott, oh Gott. Leider habe ich die Ausdauer eines Vierjährigen. Oh je, hat das wehgetan? Nicht wirklich, ne. Stich und Stich und Stich. Das sieht gar nicht mal so gut für mich aus. Nee, nee, ich glaube, das verlieren wir. Aua. Ja, ich drücke G, damit ich nicht sterbe, aber aus irgendeinem Grunde funktioniert es nicht, G zu drücken. Ja. Wir sind quitt. Wie es scheint, behalte ich meinen Bogen und du deine Groschen. Ich sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst, trotz deiner Unbedarftheit. Vielen Dank, Herr. Möge Gott mit dir sein, Schmied. Und keine Sorge, das war nicht das letzte Mal. Wir werden diese Gaukelei bald wiederholen. Was zum Teufel? Was ist denn? Pass etwas besser auf. You shall not pass. Hey. Nein. Pass etwas besser. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Anstrengender Bursche. Also das Kampfsystem, weiß ich nicht. Es gibt ja Leute, die darauf schwören. Ich muss sagen, ich finde es jetzt eher durchwachsen. Aber gut. Vielleicht bin ich auch einfach eine Pfeife, das will ich nicht ausgeschlossen haben. Ich würde mir hier jetzt gern mal irgendwo aufs Ohr hauen. Guten Tag. Mit dir kann ich nicht reden, okay. Wo finde ich denn jetzt ein Plätzchen zum Schlafen? Kann ich mich nicht hier irgendwo ins Stroh hauen? Ein schlauer Mensch würde jetzt auf die Karte gucken. Ja, und dann feststellen, dass er offensichtlich kein Bett auf der Karte hat. Tja, in dem Falle...
gucke ich mich wohl noch ein bisschen um. Ach ja, ist ja gut. Ich will ja auch gar nichts klauen, ich suche doch nur einen Platz zum Pennen. Ich weiß nicht weiter. Erst als wäre es gestern gewesen, dass sie aufgefahren ist. Jawohl. Oh, Entschuldigung. Ja, ich hab's denn. Mach doch ein Schild an die Tür, dass ich da nicht rein darf. Sie hatte ein Dach überm Kopf und zu essen, bis sie nach Skalitz zurückkommt. Hey, wer ist da? Darf ich hier auch nicht rein? Ich such doch nur einen Platz zum Pennen. Ich meine, du könntest ja auch hilfreich sein und mir sagen, wo ich hin darf zum Schlafen. Versuche nur einen Platz zum Schlafen zu finden. Hallo? Was haben wir hier? Hallo? Hm. Interessant. Aber schlafen kann ich da auch nicht. Schloss knacken leicht. Nee, Schlösser knacken will ich jetzt eigentlich gar nicht. Muss doch hier irgendwo eine Herberge geben, um Gottes Willen. Steck die Waffe weg. Das ist dir verboten. Steck die Waffe weg. Guten Tag. Ja, Junge, ich suche einen Platz zum Pennen. Mehr will ich doch gar nicht. Und dich ebenso. Was haben wir denn hier? Das sieht doch verdächtig danach aus, als ob man hier... Hallo? Hallo? Das scheint zumindest eine Gaststätte zu sein, was ja schon mal schön ist. Wenn es jetzt hier noch irgendwo ein Bettchen gäbe, will ich ja Schloss knacken. Ich suche doch... Ah. Och, komm schon! Also manchmal Spiel verstehe ich dich wirklich nicht. Oh, aber gut, würfeln. Würfeln kann man ja mal. Ach komm, wir fangen erstmal da an. Was? Teehilfe. Willst du Glück spielen? Ja, sicher doch. Gegnerfenster, dein Fenster. Mhm. Okay. Immer mit dem Werfen aller 6 Würfel. Danach zählt der Spieler mit E jene Würfel aus, die die Punkte erzielen. Lege sie beiseite. Okay. Also, die Würfel, die ich haben will. Den will ich haben, den will ich haben, den will ich haben und den will ich haben. Hä? Ich markiere die? Und... Aber ich kann, hier steht nur aufgeben. Oder passen. Ja gut, alles klar. Mal sehen. Aber jetzt wird's was. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder?
Also gut. Also gut, ich möchte gerne den... Wieso geht das denn jetzt bitte und eben ging das nicht? Den und den. Das geht wieder nicht. Ich sag mal so. Eieiei. Geht ja auch wieder nicht. Das heißt, ich kann jetzt nur noch passen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Oh. Das sieht wieder nach was aus, wo ich hart den kürzeren ziehe. Aber so richtig. So. Ich hätte gern was zu beißen. Bier. Komm schon. Ah. Das war's für mich. Fuck me. Oh, ja, gut. Okay, man muss das Spiel auch verstehen. Wie, was? Du hörst schon auf? Oh, du bist ja ein Spielverderber. Wer ist da? Wer bist denn du? Schankmaid. Hallo, Fräulein Schankmaid. Ja, ich möchte gerne, bitte... Lass uns doch handeln. Vorzugsweise um ein Bett. Du hast ja auch echt schöne Sachen und so, aber ich will doch nur einen Platz zum Pennen. Oh, das kann doch nicht so... Tja. Das lief jetzt alles mal nicht ganz so dolle. Im Würfeln verkackt, im Schwertkampf verkackt. Story of my life. Gut. Hallo? Und immer noch kein Platz zum Pennen. Hallo. Nee, ich möchte jetzt eigentlich nicht dieselben Gespräche 100 Mal führen. Danke. Nee, komm. Ja. Ich hab's ja begriffen, du bist ein starker Wauwau und überhaupt. Wer ist da? Ja, wer ist da? Wer ist da? Aha, hier ist ein Schuster. Dinge, die die Welt braucht, jetzt ein verkackter Schuster. Sag mal, seid ihr blind? Das ist halt... Sind die alle irgendwie geistig behindert? Hey, wer ist da? Hey, wer ist da? Ja, haben wir doch alle schon 100 Mal durchgekakelt. Ein Bett für mich hast du auch wieder nicht. Also manchmal frasse ich echt... Ich meine, ich gehe auch immer, wenn ich abends irgendwie durch die Gegend gehe, schreie ich auch immer jeden an. Hey, 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 wer ist da? Hey! Das zeugt gar nicht von... Ich spiele überhaupt nicht mit einer Waffe rum. Bist du irgendwie mentally challenged? Was willst du von mir? Zeig dir gleich mal Waffe, du. Ein Lager. Darf ich hier auch irgendwo lagern? Ich will nicht sitzen, ich will schlafen.
stehlen, auch schön, schlafen und speichern. Na bitte. Lege ich mich jetzt hier halt in so ein dummes Lager. Ich sag mal, so gemütliche 10 Stunden, ne? Das sollte man ja schon haben. So, jetzt essen wir noch was Leckeres aus dem Topf. Und bevor wir hier jetzt den neuen Tag beginnen, entlasse ich euch einfach mal mit diesem Bild dieser Burg und nochmal dem Gedanken, möchtet ihr von diesem Spiel noch was sehen? Oder geht es euch ähnlich wie mir, dass es ist zwar ein schönes Konzept, aber eher so zu 80% fertig. Und diese kaputten Dialoge, das Festbacken in den Wänden, wovon ihr natürlich jetzt nur bedingt was gesehen habt, aber auch dieses durch die Gegend laufen nachts und dann, ey, wer ist da? Möchtet ihr davon noch was sehen oder sagt ihr, ihr möchtet eher was anderes sehen? Ich würde mich an dieser Stelle mal sehr über Rückmeldung freuen. Ansonsten suche ich es mir halt selbst aus und dann gucken wir mal, wo das hinführt. In diesem Sinne, reingehauen, auf Wiederschauen und immer schön flätig bleiben.